Hallo und willkommen zurück zu Betrayal at a Krondor. Wir sind beim letzten Mal aus der Höhle, aus dem Dunlokdur sind wir raus, dann nach Falkenhöhle, was aber keine Höhle, sondern ein Dorf ist. Da nördlich haben wir den Typen gefunden, der uns dann den Edelstein gegeben hat. Dafür haben wir so eine Waffe repariert. Und die haben wir dann in Lamut abgegeben. Und jetzt sind wir quasi ja mit der Hauptstory-Quest weiter theoretisch dran und reisen jetzt diesen Weg nach unten, nach Questors Sicht. Die Idee ist allerdings, da dann hier erst nochmal wieder abzubiegen und uns dann das Gelände anzuschauen. Aber wie ihr wisst, das dauert alles immer so seine Weile. Also vermute ich auch, dass wir da dieses Mal noch nicht allzu weit kommen. Müssen wir mal schauen. Ja, sollen wir jetzt hier rasten? Es hat gerade so die Nacht angefangen. Die haben wir, glaube ich, gelootet. Ich kann nochmal draufklicken. Jawohl. Wir könnten eine Fackel mal anmachen und dann hier so ein bisschen in der Nacht rumlaufen. Das geben wir auch mal rüber noch. Na, das Blöde ist da. 3, 24 Heiltränke. Vielleicht sollten wir ja auch mal verbrauchen. Okay. Vielleicht können wir in der Stadt dann auch wieder hier diese Rüstungen verkaufen. Müssen wir mal gucken. Fackel ist an. Dann gucken wir uns hier mal weiter um. Und natürlich wollen wir auch das Gelände hier auskundschaften und versteckte Kisten und so weiter finden. Deshalb, aber ich schätze, dass wir da nicht vorbei können. Doch, können wir. Bisschen unschön gelb hier. Ja, und es ist auch, ja, genau, hatte ich beim letzten Mal am Ende ja noch angemerkt, die Performance könnte noch interessant werden, wenn wir in den Wald kommen. Aber zur Not takte ich den Rechner eben hoch, beziehungsweise ich suche eine andere Einstellung, weil hochtakten geht aktuell nicht. Ich habe den im Moment auf 600 MHz gestellt und den Cache deaktiviert. Das heißt, ich müsste den Cache anmachen und den anderweitig verlangsamen. Okay, also da scheint mit so nichts zu sein. Dann gehen wir da auch noch vorbei. Also da ist zumindest so nichts zu sehen. Dann gucken wir nochmal darüber. Also gehen jetzt nochmal ein Stück zurück. Wir haben da eine Hütte. Ja, ergähnte. Dann sollten wir jetzt den Rest der Nacht schlafen. Und dann gehen wir da mal. Das sieht aus wie eine Taverne. Speichern. Der Mann, der sie an der Tür begrüßte, roch nach Fisch. Die Leute nennen mich Chanty, sagte er, nachdem Locklear sich vorgestellt hatte. Nach ein paar weiteren Minuten freundlicher Unterhaltung teilte er ihnen mit, dass er ein Fischer sei, aber seit ein paar Tagen aufgrund seiner schlechten Gesundheit mit dem Boot nicht draußen gewesen sei. Während er sprach, warf er dunkle Blicke über Gurats Schulter. Locklear wollte ihm gerade eine weitere Frage stellen, als Chanty plötzlich ärgerliche Worte murmelte und die Tür vor ihren Nasen zuschlug. Wie sehr sie ihn auch beschwatzten, sie konnten ihn nicht dazu überreden, die Tür nochmal zu öffnen. Okay, da sollte man vielleicht nochmal vorbeikommen in einem Kapitel, wo man den Gorath eben nicht dabei hat. Ja, ich werde mir da mal gerade eine Notiz machen mit Screenshot, damit ich das auch wiederfinde. Kleinen Moment. So, notiert. Und ich habe mir auch gleich noch ein Teechen gebaut. Gut Schlürf. Lecker Tee.
Und dann werden wir mal weiter gucken. Also, hier ist erstmal nix. Gehen wir mal die Straße noch hier nach oben weiter. Vielleicht ist ja hier noch eine Kiste. Aber nö, da ist nix. Okay, dann gehen wir wieder zurück. Und dann können wir den Weg auch weiter nach unten, also nach Süden, gehen. So. Haben wir da hinten noch einen Weg? Ja. Naja, das ist aber echt blöd mit dem. Wir müssten eigentlich da auch wieder davon abgehen und dann nochmal vorbei. Also ich gucke jetzt hier, oder wir gehen einzeln um die Berge rum, aber das dauert. Also da das Richtige zu zielen, ist halt immer das Problem. Weil man der Field of View eben so niedrig ist. Dann probieren wir es mal. Na, da kommt man gar nicht durch. Okay. Dann gehen wir erstmal wieder auf den Weg. Dann gucken wir mal, ob wir an dem ersten Hügel vorbeikommen. Dazwischen. Ja. Chirp, chirp, chirp. Aber da ist auch nichts. Weiter. Nichts zu sehen. Dann gehen wir noch hier hin. Das ist auf der Karte schon alles im Wasser. Ne, gar nicht wahr. Da ist so ein Hügel. Da kann man aber gar nicht hin. Okay, also der Strand ist unbegehbar. Okay, das war auf jeden Fall die südliche Seite der Straße. Im nördlichen haben wir eben noch ein Haus. Da müssten wir jetzt wieder zurück. Da auf die Straße drauf. So, da hinten ist ein Grabstein. Okay, dann klopfen wir erstmal an, bevor wir sein Grab ausheben. Klopf, klopf, Locklear hob die Holztür auf. Hier hat für längere Zeit niemand mehr gelebt, sagte er und sah sich in dem leeren Raum um. Okay. Dann gucken wir hier mal. Warnung! Der Unhold unter diesem Stein wird von der Erde gefangen gehalten, nicht vom Tod. Haltet euch fern! Auvin wandte sich Locklear zu und fragte: Sollen wir dieses Grab öffnen? Ja! Der Boden war zu hart. Locklear wischte sich den Schweiß von der Stirn und erhob frustriert seine Hände. Es scheint, als ob jemand den Boden absichtlich fest zusammengepresst hat, sagte er. Die Familie wollte das Grab wahrscheinlich vor Grabräubern schützen. Na gut, okay. Das heißt. Da können wir nichts machen oder wir bräuchten eine besonders starke Schaufel oder so. Aber naja, okay. Oh, da ist wer. Sie entschlossen sich zum Angriff, ja. Ich speichere nochmal. Das sind auf jeden Fall zwei. Da ist rechts ist auch noch einer. Der Feind wartete schon auf sie. Na gut. Zwei Stück. Wir können es nochmal wagen, die Flammenhölle zu casten. Wir nehmen mal das. Wir haben eine 64-prozentige Genauigkeitschance und haben tatsächlich mal getroffen. Leider waren die anderen aber zu weit weg. Nee, doch nicht zu weit weg. Okay, schön. Da haben wir tatsächlich mal getroffen. Ja, wir sollten auch direkt ranrauschen. Okay. Sehr gut. Das heißt, wir haben im Endeffekt. Da ist wieder so eine dumme Fliege hier. Wir haben im Endeffekt schon mal zwei äußerst beschädigt. Ich würde sagen, wir werden den hinteren versalzen. Da. Und dann werden wir gucken, dass wir die beiden hier platt machen. Bäh.
So, der hat jetzt gar nichts gemacht. Vielleicht, weil er so viel Salz in den Augen noch hatte. Dass es den Pfeil nicht wert war. Klang. Machen wir nochmal. Jetzt du. Okay, ich glaube, das können wir uns jetzt sparen. Der regeneriert einfach. Ah! Der geht stiften. Und der ist leider schneller als der. Aber der kann ja jetzt den Bolzen mal nutzen. 52%. Borr. Und daneben. Okay. Du entkommst uns nicht. Dann laden wir ihn mal ein. Ich weiß nicht, wo hier der Unterschied ist. Machen wir einfach mal für zwei. Okay, dann zieht er den weniger weit dran. Dann probieren wir es nochmal mit dem Bolzen. Borr. Okay. Dann machen wir wieder Einladung. Dann machen wir für drei. Zzt. Nochmal, nochmal. Naja, so wird das aber nix. Einladung. Okay. Und Matsche. Okay, wunderbar. Dann einmal looten. Aha. Gold. Und das hier werden wir wahrscheinlich wieder nicht mitnehmen können. Oder zumindest nicht alle davon. Na, da ist noch ein bisschen Platz, aber. Ja. Okay, wir können also nur noch auf den. Und das geht schon nicht mehr. Und dafür haben wir keinen Platz mehr. Okay, dann. Dann legen wir die mal zurück und nehmen das mit. Okay. So, zurück auf die Karte. Da ist ein Häuschen und da können wir auch noch drum rumlaufen. Merkte vor ihnen ein Kreis aus Löschern. Instinkt übernahm dort das Kommando, wo gesunder Menschenverstand versagt hätte. Er befahl ruhig zu sein. Bewegt euch nicht. Durch das viele Tagträumen haben wir nicht aufgepasst und sind direkt in eine Falle gelaufen. Was soll denn das darstellen? Aha. Aber seid vorsichtig, vielleicht gibt es noch mehr Fallen. Na, dem geht's noch gut. Naja, gehen wir mal weiter. Okay. Eine kostbare Gabe es ist, hat keinen Anfang und kein Ende und in der Mitte nichts. Vielleicht ein Ring, in der Mitte nichts. Ja. Blop, blop. Na, okay. Ein Riesenschatz war das jetzt auch nicht. Aber wir haben ja noch eine zweite Kiste. Nein, eine dritte Kiste. Und da ist. Ne, da weiß ich nicht, ob da noch was ist. Okay. Da lohnt es sich vielleicht, dass der mal dieses.
den Spürsinn anmacht. Okay, das ist aber auch eine Moritil-Kiste. Okay, wie schnell ihr auch seid, wie scharf auch euer Blick. Ihr seht sie nicht, es sei denn durch Zufall. Es sollte geschehen, dass ihr im Spiegel euer Bild werdet sehen. Keine Ahnung. Also, durch Zufall kann man es sehen, aber ansonsten nicht. Das ergibt jetzt irgendwie keinen Sinn. Also hätte ich sowas wie Schatten oder sowas mir gedacht, aber... Die Sonne. Sonne. Okay. Da haben wir ein U als Vokal. Da sind zweimal A. Also da kann man sich ja eins von schenken. Okay, das muss ich mir mal aufschreiben. Da habe ich jetzt zumindest keine direkte Idee. A, U, A, E, E. So, dann eins weiter. E, Y, nochmal ein A, das lasse ich aus. Nochmal ein E, das lasse ich auch aus. N. T, L, G, I und noch ein I. Und dann haben wir S, H, N, noch ein N und ein R. Und dann sind wir zurück bei A, U, A, E, E. Okay. Was könnte man denn damit zusammenbasteln? Also wenn wir mit A anfangen würden. Aua. Dauern, ne. Augen, Augen könnten passen. Wie soll man denn die im Spiegel, seht sie nicht, sei denn durch Zufall, es sollte geschehen, dass ihr im Spiegel euer Bild werdet sehen. Macht eigentlich nicht viel Sinn, aber es würde passen, ne? Okay. Ja, die kriegen wir nicht mehr unter. Dann packen wir das hier auf Seite und nehmen das mit, weil es weniger groß ist. So, dann haben wir noch eine Kiste. Die sehen wir bloß nicht mehr, weil wir irgendwie... Ja, genau da hinten, die war das. So. In einem dunklen Raum ist es leicht zu sehen. Draußen an der Luft wird es schnell vergehen. Rauch oder sowas? Okay. Und auch dafür haben wir jetzt wieder nicht genug Platz. Dann werfen wir wieder eine Rüstung weg.
Und nehmen das mit. So. Ja. Da hat sich das Umschauen. Naja, zumindest gelohnt für Kisten und Worträtsel und so weiter. Der Inhalt der Kisten war jetzt nicht der Hit, aber. Okay, mal gucken. Vielleicht haben wir. Das sieht aus wie ein Geschäft. Ja, und da haben wir. Vielleicht können wir hier was verkaufen. Rügates Vorräte. Der Aufbau des Warenladens war vertraut. Er war mit gesundem Menschenverstand angelegt, sodass Locklear nur wenige Augenblicke benötigte, um die Gegenstände ausfindig zu machen, an denen er interessiert war. Okay. Rationen. Da hätten wir einen Schmiedehammer. Und ich glaube, davon werde ich jetzt auch mal einen kaufen. Aber ansonsten eher dünn, ne? Was war denn das überhaupt? Behandlung von Armbrustsehnen. Dafür mache ich viel zu wenig. Ich glaube, die kann ich aber nicht verkaufen. Kann ich den Ramsch verkaufen? Ja, komm, weg damit. Ja, Hauptsache, wir werden hier wieder ein bisschen Platz frei. Wenn wir die wegwerfen müssen, haben wir da auch schlussendlich nichts gewonnen. Ich glaube, das hier können wir jetzt auch verticken. 54. Aber der sagt, er kann uns nur 54 anbieten. Okay. Wie nennt sich das Ding? Smaragde. 15 Smaragde. Ich schreibe mir jetzt mal auf. 54, das versuchen wir mal woanders zu verkaufen und gucken mal, ob wir mehr bekommen, weil dann bei dem Preis könnte sich das vielleicht lohnen. Aber ansonsten, ach so, und wir könnten noch versuchen, den Zauber zu verkaufen. Er will aber nicht. Ja, ansonsten 2, 12. Vielleicht, weil das nur ein Zweierstapel ist, dass wir den hier auch verkaufen sollten. Ja, weil die werden wir auch nicht verwenden. Das ist viel zu viel. Ja, mehr können wir hier auch nicht tun. Ach so, kaufen. Da wollte ich jetzt einen Schmiedehammer kaufen. Ist natürlich trotzdem ein bisschen blöd, weil so wenig Platz da ist. Dukaten. Feilschen! Obwohl es von Anfang an klar war, dass der Ladenbesitzer nicht die Absicht hatte zu falschen, bestand Locklear darauf und hoffte, dass seine natürliche Liebenswürdigkeit ihm einen geringeren Preis einbringen würde. Für kurze Zeit schien es, als ob der Händler einwilligen würde. Doch dann schlug der Ladenbesitzer laut auf den Ladentisch und sagte: Genug, kauft zu meinem Preis ein oder macht euch davon. Okay. Na, dann kaufen wir eben für den normalen Preis. Ja. Okay. Naja, jetzt haben wir natürlich trotzdem das Problem, dass hier alles voll ist. Ich werde mal gerade. Ja, wir werden erstmal Sachen reparieren. Also wir machen das jetzt einmal aus, dann hätten wir das nämlich auch, naja, erledigt. Das müssen wir wahrscheinlich trotzdem nochmal machen. Also hier die drei Schwerter. Damit können wir vielleicht sogar, ja, einen Stein loswerden. No. So, einer Lo weniger. Dann das weg, das weg. Dann. Dann können wir außerdem das hier noch reparieren. Der nimmt den.
Dann können wir das hier rübergeben. Und hatte ich den nicht? Hatte ich den jetzt repariert? Ah, okay. 18 ist das. Den sollten wir nicht verwenden, weil der sowieso nicht fertig wird. Okay. Dann könnten wir theoretisch auch noch die Armbrust vielleicht reparieren. Müssen wir mal gucken. Was geht das so? Ja, okay. Dann. Können wir das hier auch noch reparieren? Geben wir das zurück und das zurück. Haben wir sonst noch was zum. Ja, den hier. Zip. So. Und jetzt wird es ein bisschen komplizierter. Jetzt haben wir die Hämmer. Die geben wir darüber. 30 Stück. Jetzt muss ich das erstmal. Aber. Jetzt muss ich das erstmal wieder umbauen. Ist, glaube ich, sogar 2 Punkte gestiegen. Rüstungskunde. Bam, bam, bam. Okay. 58.78. So, dann den. Kann man das nochmal? Den nicht. Okay. Dann halt nicht. Und das hier ist ja eigentlich noch gut. Da müssen wir jetzt nichts machen. Okay. Da ist er jetzt nicht gestiegen. Ach, das habe ich vergessen anzuhaken. Nee, doch, habe ich richtig angehakt. War schon alles okay. Okay. Schlossaufbruch, so häufig knackt man da nix. Okay, jedenfalls hatten wir da einen Händler. Und dann gehen wir mal weiter. Und vielleicht gehen wir jetzt erstmal rasten. Ja. Gucken wir mal, ob da noch was hinter ist. Ne. Da ist so eine Linie. Okay. Da hinten war das Haus. Okay, da ist also nichts mehr. Dann nach Süden. Jetzt hat man sehen können, jetzt ist es auf einmal wieder deutlich schneller. Naja. Okay. Da haben wir wieder eine Straße. Wo befinden wir uns denn jetzt auf dem Weg? Oh, okay. Da ist Questors Sicht auch schon. Dann wird das wahrscheinlich. Ja, da können wir nicht drauf. Gucken wir uns den Hügel hier gerade noch an. Da wird man wahrscheinlich nicht hinter können oder vielleicht auch doch. Okay, da ist aber nichts. Und da hinten sehen wir Häuser. Na gut, dann gehen wir einmal hier diese Fläche uns angucken und dann nach Norden zu dem Haus. Ein anderes Geräusch gewesen. Hat so angehört, als wenn da jemand am Meißeln wäre.
Vielleicht ein seltsamer Vogel. So, Questors Sicht. Dann werden wir mal die Stadt untersuchen. Das hier ist erstmal wieder ein Laden. Wohin Locklear auch blickte, überall glänzte Metall. Der überfüllte Laden war ebenso ein Kriegstempel wie der Tempel Tiz und bot eine überraschende Vielfalt an Waffen und Rüstungen an. Okay, bei dem können wir diese Schwerter verkaufen, aber die werde ich jetzt nicht abholen. Die werden wir einfach mal verkaufen. 8, ja, weg damit. Das ist aber sehr wenig, was wir jetzt dafür bekommen. Naja, okay. Wir werden da aber jetzt nicht nochmal für weglaufen. 7 Dukaten. Okay. Da hätte ich noch eine Armbrust reparieren können, aber die wird jetzt hier auch vertickt. Okay, damit hätten wir zumindest wieder ordentlich Platz. Mistfliege. So, dann können wir vielleicht auch was kaufen. Was ist denn ein kishianischer Tapir? Der kostet aber 450. Ein zweihändiges Breitschwert. Aber bei solchen Preisen eine Elbenrüstung für 270. Eine graue Turmrüstung. Ja, ich hätte zwar das Geld, aber so viel Geld will ich dann dafür auch nicht ausgeben. Also mal eben 750 für eine Rüstung. Nee, das... Ich denke nicht, dass sich das rentiert. Und wer weiß, wofür wir sonst noch Geld brauchen. Also das machen wir nicht. So, das war das die erste Hütte. Dann gucken wir mal da rechts rein. Das dürfte eine Taverne sein. Locklear klopfte laut an der Tür. An die Tür. Schon bald begrüßte sie ein gut angezogener Mann. Er wischte sich mit einem Seidentaschentuch den Schweiß von seiner Braue, während er sprach. Schöner Tag, meint ihr nicht auch? Ich heiße Tad Questor. Seid ihr gekommen, um Unterricht zu nehmen? Er zog seine Augenbrauen hoffnungsvoll nach oben. Unterricht? Fragte Locklear. Der Mann verschwand in seinem Haus und kehrte mit einem stumpfen Florett zurück. Seid ihr gekommen, um die hohe Fechtkunst zu erlernen? Fragte er und betonte seine Frage mit einigen eindrucksvollen Darbietungen. Ich könnte euch allen schnell etwas beibringen. Für nur 75 Dukaten wird sich das an. Nein. Nun vielleicht ein anderes Mal, sagt er. Wenn ihr mich jetzt entschuldigen würdet, ich habe Unterricht, den ich vorbereiten muss. Und ein weiteres Wort schloss er die Tür. Ja, beispielsweise für sowas können wir das Geld ausgeben. Aber wenn die schon gezielt Unterricht anbieten, dann will ich das auch gezielt wahrnehmen, weil wir damit eben deutlich mehr bekommen, als wenn wir das alles anmachen. Also machen wir das so. So. Wer seid ihr wegen des Unterrichts zurückgekommen? Jawohl. Wunderbar. Oh, ich bin so erfreut, dass ihr mein Angebot angenommen habt, sagte er aufgeregt. Als Gurat Tat in... Achso, Tat heißt er nicht, Tod. In das kleine Haus folgte, war er ein wenig über seine Glaubwürdigkeit besorgt. Insgesamt sah dieser stolzierende kleine Pfau so aus, als ob er in seinem ganzen Leben noch in keinem Kampf gestanden hätte. Ihre Zweifel wurden schnell zerstreut, als Tad sie in die hohe Kunst des Schwertgebrauches einführte. Obwohl er vielleicht nicht viel Erfahrung im Kämpfen gesammelt hatte, war es allen offensichtlich, dass er ein Meister seiner Kunst war. Er war selbst in der Lage, Ovin einige Hinweise zu geben, wie er seinen Stab am besten im Zweikampf einsetzen konnte. Der Unterricht dauerte einige Stunden und sie waren erschöpft, als sie fertig waren. Sie waren sich aber alle einig darüber, dass das Geld gut angelegt worden war. Bling. Ich habe jetzt die Werte vorher nicht aufgeschrieben, aber das dürfte mehr sein als vorher. Okay, dann machen wir hier wieder den Krempel an.
Also das, der kriegt Zaubern. Scharfsinn. Okay. Dann speichern. So, das war das zweite. Und da sind aber keine Stunden vergangen. Okay. Dann weiter geradeaus. Klopf, klopf. Niemand antwortete. Okay, dann werden wir jetzt einmal rasten bis zum Morgen. Es rührte sich etwas im Haus. Nach kurzer Zeit kam ein untersetzter, ungefähr 13-jähriger Bursche an die Tür und öffnete sie weit. Wenn ihr meinen Bruder sucht, der ist momentan nicht hier. Nein, eigentlich nicht, antwortete Locklear. Sind eure Eltern da? Der Junge hielt für einen Herzschlag inne. Meine Eltern sind vor einem Jahr umgebracht worden. Mitch und ich sind vor einigen Monaten hierher gezogen, um das Fechten von Tad Questor zu erlernen. Wir werden die verdammten Banditen finden, die das getan haben, und ihnen ihre eigenen Herzen zum Fraß vorwerfen. Locklear wollte gerade einen väterlichen Rat von sich geben, dass man solche Arbeiten eher den alten und besser Ausgebildeten überlassen sollte. Als er jedoch den Gesichtsausdruck des Jungen sah, entschied er sich dagegen. Stattdessen fragte er: Ist Ted gut mit dem Schwert? Was scherzt ihr wohl? Er ist der Größte, wohnt direkt dort drüben. Der Junge zeigte in die Richtung von Teds Haus, dann entschuldigte er sich und machte die Tür hinter sich zu. Gut, das haben wir schon gelernt. Dann gehen wir mal weiter. Das dürfte auch wieder nur Questors Sicht. Okay. Locklear stieß die Tür auf. Als er durch die Tür ging, bemerkte er das Fehlen eines Türriegels, ein Zeichen dafür, dass das Gasthaus höchstwahrscheinlich von einem ortsansässigen Lord gemietet worden war, um für die Sicherheit der Reisenden zu sorgen. Hoffentlich bedeutete das auch, dass die Einrichtung angemessen war. Die Unterhaltung der Stube verstummte für einen Moment, als Locklear sich seinen Weg ins Innere des Raumes bahnte und dabei das Kopfnicken zweier ungehobelt aussehender Söldner erwiderte, die in einen Streit über eine verlorene Wette verwickelt waren. Wer ist das? Der Mann nahm ihre Gesellschaft an. Orvin plauderte belanglos mit dem grob aussehenden Kerl, während Gorath sich umschaute und sicherstellte, dass sein Gefährte in der überschwänglichen Stimmung, in der er sich befand, keinen Schnitzer machen und den wahren Grund ihrer Reise preisgeben würde. So, wohin geht denn eure Reise? Fragte der Mann und machte dabei mit seinem Bierkrug einen Bogen in der Luft. Seid ihr auf dem Weg zu einem interessanten Ort? Gorath ergriff das Wort. Wir reisen eigentlich in keiner bestimmten Richtung. Wir sind auf der Wanderschaft, auf der Suche nach Arbeit, die Bewachung eines Schatzes oder Schutzgeleit für einen Wagenzug. Der Mann kicherte. Oder ein Wagenzug, der ausgeraubt werden könnte, was? Das hatten wir aber schon mal. Okay. Der Mann blickte finster an. Er war anscheinend mehr von den Dingen interessiert, die am anderen Ende des Raumes vor sich gingen, und schenkte Lockleys wiederholten Versuchen, ein Gespräch zu beginnen, deshalb keine Aufmerksamkeit. Schließlich schaute er jedoch auf und fragte mit einem erbitterten Seufzer: Was genau wollte er von mir? Nur ein freundliches Gespräch, antwortete Locklear mit einem geselligen Lächeln auf dem Gesicht. Neuigkeiten, Klatsch oder vielleicht ein Lied. In dem Fall verschwindet und sucht euch einen verdammten Gaukler und lasst mich endlich in Ruhe. Ich habe Wichtigeres zu tun, als jeden Taugenichts zu unterhalten, der durch diese Tür hereinkommt. Na super. Und du? Guten Tag, sagte Locklear. Ohne sich ihnen zuzuwenden, antwortete der Mann. Normalerweise unterhalte ich mich gerne mit Reisenden, aber heute trinke ich mein Bier lieber in aller Ruhe. Wie erwünscht, antwortete Locklear, der den Wunsch des Mannes respektierte. Vielleicht werden wir uns ein anderes Mal wiedersehen. Na. Bestimmt, wenn wir eine Quest haben, um mit dem zu reden. Da haben wir eine Schankmaid, da könnten wir Zeugs kaufen, aber das wollen wir eigentlich nicht. Und dann können wir noch singen. Das Glück war im Hold. Obwohl er durch die Akkorde von Odomant Königreich stolperte, wurde Orwins Mangel an musikalischem Talent von unmenschlichen Getöse der betrunkenen Gäste des Wirtshauses übertönt, die mit ihren Bechern den Takt schlugen. Das hörte sich interessant an. Ja, das hatten wir aber auch schon mal. Der Wurm nahm 15 Dukaten aus dem Beutel und gab sie Owen. Vielen Dank. Das ist auch schon eine ganze Menge Asche. Also, für so ein Liedchen. Gesangfähigkeit. Den Gefährten? Was? Haben die alle gesungen, oder was? Okay, anscheinend haben wir alle drei zusammen gesungen. Bloß ist Owen nicht gestiegen. Na, meinetwegen. So, dann haben wir noch ein Haus. Das letzte Haus hier.
kommt herein«, rief eine junge, liebenswürdige Frau in einer Schürze mit leuchtenden Farben. Sie hielt die Tür des kleinen Hauses auf. Ein junger Mann kniete vor einem Kamin und legte einige kleine Holzscheite in das knisternde Feuer. Der Mann sah mit einem Lächeln auf. »Ja, bitte, wir haben gerade unser Essen beendet, aber ich hatte heute Glück beim Fischen. Es ging also...« »Was? Es gibt also genug hier.« Locklears Nasenlöcher blähten sich, als er den Duft gegrillten Seebarsches und frischen Brotes einatmete, der noch in der Luft lag. »Es ist ein verlockendes Angebot, aber ich fürchte, wir müssen weitergehen«, sagte er. »Ein Schluck frisches Wasser würde reichen.« »Sicher, aber ihr wollt nicht etwas Essen mit euch nehmen?« »Ich könnte Lorelin sagen, dass sie für jeden von euch ein Päckchen bereiten soll. Genug für wenigstens 2 Tage. Sie ist eine sehr gute Köchin, müsst ihr wissen.« »Ja.« Mit einem Lächeln deutete der junge Mann auf seine Frau. Er stellte sich neben sie und half, die Rationen zu bereiten. Er unterbrach nur kurz seine Arbeit, um ihnen einige der entscheidenden Momente einer fast glaubwürdigen Fischergeschichte über einen großen Fisch vorzuspielen, der ihm entkommen war. Als sie fertig waren, übergaben sie Lockley einige Päckchen, die er dankbar entgegennahm. »Ihr seid zu freundlich«, sagte er. Jetzt hoffen wir mal, dass die Nahrung nicht verdorben ist oder vergiftet oder so. 5. Ich kann das hier auch mal übergeben. Ja, 14,2. Dann geben wir das noch darüber. So. Okay. Dann haben wir das Dorf auch schon fertig erkundet. Und können dann mal weiterreisen. Und zwar nach Norden. Also wir können jetzt da auch nach Süden gehen. Wir werden einmal um den Hügel rum und dann nach Norden. Das ist ein größerer Hügel hier. Ah, ist das wieder am Arbeiten. Okay, dann gehen wir nach Norden und dann hier entlang und dann da hoch. Und dann werden wir mal gucken, was wir da am Waldrand finden. Oh, erstmal werden wir hier wieder ein paar Gegner vermöbeln. Das hier scheint ein anderer zu sein. Entschlossen sich zum Angriff. Der Feind wartet. Also mit dem Schleichen haben wir es irgendwie nicht. Oh! Borr. Ich könnte versuchen, da drauf zu ballern. Und vielleicht die Gegner stärker treffen als meine Leute. Vielleicht ist es aber auch eine ziemlich dumme Idee. Flammenhölle! Kann ich den hinteren? Ne. Da ist ein Feld zwischen. Ich probiere das. Ja. Naja, okay. Also ich habe meine zwar mitverletzt, aber halt eher wenig. Angriff! Okay, ich glaube, die machen es nicht lang. Dann machen wir jetzt Salz, das kriegt der ab. Bip. Nochmal mit einem gezielten, ja. Und der kann einfach, ja, sich schützen. Ah. Ja. Ah. Okay. Klang. Dann machen wir hier Salz. Klang. Bäh. Okay, dann gucken wir mal,
ob der eine was Besonderes dabei hat. Locklears Stärkefähigkeit hat sich verbessert. Schön, schön. Naja, das also, man bekommt halt schon so viel Loot, dass das Inventar halt immer ratzfatz wieder voll ist und man eigentlich ständig nach jedem Kampf wieder zurücklaufen müsste. Okay, nach Süden gehen Krondor. Jetzt müssten wir eigentlich mal, die Stadt ist ja direkt nebenan. Da jetzt nicht direkt wieder verkaufen zu gehen, wäre auch ein bisschen blöd. Das heißt, wir müssten jetzt erstmal wieder das umstellen, um Waffen zu reparieren, die Waffen reparieren, dann die dann die Rüstung reparieren. Ja, das kann ich jetzt hier noch nicht mal. Dann machen wir das erstmal so mit dem Rüstung reparieren. Waffenkunde, Rüstungskunde. Dann werden wir plang, plang, plang. Ah, wunderbar. Rüstungskunde-Fähigkeit hat sich verbessert. Dann werden wir erstmal den hier verkaufen. Raus. Dann die nächste Rüstung übergeben. Und dann. Ja, der hat gar nichts im Platz. Naja, da müssen wir das einzeln machen. Plank. Und es ist halt eben nicht so, dass man Geld hat wie Heu. Ja? Also wir haben viel Geld, aber es ist halt nichts wert. Wenn man sieht, wie viel der ganze Kram kostet, da muss man dann schon auf jeden Dukaten sozusagen achten. Okay. Ja. So, jetzt müssen wir das umstellen und die Waffen reparieren. Das ist gestiegen. Sitzt den. Moment. Doch. Okay. Die rüber. Voll. Geben wir mal das Säckchen rüber. Naja. Okay, dann werden wir. Haben wir hier eins. Was schon. Ah ja, der hier ist schon bei 3. Okay, dann verkaufen wir die beiden Waffen. Eine Dukate und 9 Taler. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass wir beim anderen Händler mehr bekommen. Aber da jetzt auch noch hin und her zu laufen. Okay, das rüber. Das rüber. Und das war es jetzt hier wieder. Dann machen wir den ganz. Der geht nicht. Verkaufen wir die auch noch. 8 Dukaten. Naja, ich muss das Buch oder so dann noch weggeben. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Platz auf dem, damit der eben die Sachen dazwischen lagern kann. So. Und das war's aber jetzt hier, ne? Ja, das war das letzte Teil. Naja, ist auf jeden Fall ein bisschen müßig.
Und dann wieder den Skill umstellen. Das hier aus. An, an, an. An, an, an. Okay. Hätten wir das, dann dürfen wir wieder einen Kampf weitermachen. ja. Also ich glaube, das mit den Rüstungen, das ist einfach zu viel Arbeit. Beziehungsweise der Platz, den die halt da zum im Inventar benötigen, das ist zu müßig, das jedes Mal zu machen. So, da haben wir nochmal eine Hütte. Wir können aber auch. Da durchgehen. Okay. Aha, auch ein Händler. Morgana, Morgans Waffen. Ja, vielleicht könnten wir da was für mehr verkaufen. Handelsstrategie. Naja, das lassen wir so. Okay, dann gehen wir mal da auf den Weg. So. Ich sehe nichts, also rasten wir. Sollten wir sowieso machen. Okay. Da haben wir ein interessantes Wegekonstrukt. Also wir müssen hier irgendwie an dem Hügel. Ja, genau. Okay, da ist aber keine Kiste. Sind nur die drei Dinger. Da ist Onyx. Dann gehen wir mal in diese Hügel quasi rein. Okay. Nichts weiter. Wir hätten im Süden noch diesen kleinen Hügel. Ist hier irgendwas? Ne. Ich sehe zumindest nichts. Okay. Dann ja, müssten wir da oben auch wieder vorbei. Also jetzt nach Norden zielen, wieder ausmachen. Norden gegen die Wand laufen. Osten. Da sind wir vorbei. Und da war jetzt aber auch nichts. Bleiben wir mal hier. Da ist wieder ein Feuer, eine Feuerstelle. Da ist immer derselbe Text. Okay. Nicht sehr hilfreich. Wieder nach Süden. Okay. Und dann sind wir da an der Kreuzung. Und die Kreuzung. Da werden wir dann nach oben reisen, nach Norden und dann in Richtung dieses Waldes. Das werden wir dann beim nächsten Mal machen. Also wir haben zumindest dieses Mal Questus Sicht uns angeguckt, ein bisschen trainiert, ein bisschen gekämpft und ja, langsam aber stetig geht's vorwärts. Dann gucken wir uns das hier beim nächsten Mal an. Und mal gucken, ob wir dann da weiterkommen, ob wir hier in den Wald rein können, wie der Wald dargestellt wird. Und ja, dann werden wir wahrscheinlich danach unsere Reise weiter nach Süden fortführen, nach Egley und Tanners.
ganz gezielt dahin, wo wir eigentlich nicht hin sollten. Und dann gehen wir auf jeden Fall dem ersten Ziel entgegen, nach Krondor. Das wird aber noch ein paar Teile dauern. Also ich werde jetzt nicht überall erst noch hinlaufen, bevor wir das erste Dingen erreichen, sondern wenn wir das hier haben, dann gehen wir schon noch nach Süden, auch wenn wir da drüber gehen und nicht da. Oder vielleicht gehen wir nach Tanneurs und dann wieder nach Norden und dann dahin. Aber ich werde jetzt nicht den ganzen Rest noch angucken, bevor wir nach Krondor gehen. Unsere erste Quest sozusagen. Und die anderen werden wir sicherlich dann noch im Laufe der anderen Kapitel uns anschauen, wenn denn das erste Kapitel da unten schon zu Ende sein sollte. Aber das soll es für dieses Mal gewesen sein. Also beim nächsten Mal geht's nach Norden und dann vielleicht in den Wald rein. Werden wir mal schauen. Neue Folgen gibt es immer montags, mittwochs und freitags. Zumindest ist das so mehr oder weniger der Plan. Es kann sein, dass sich da mal was verschiebt jetzt mit dem anderen Release, der jetzt kommt oder gekommen ist. Ich weiß es gar nicht. Ne, noch kommt. Also wisst ihr auf jeden Fall Bescheid. Geplant ist montags, mittwochs und freitags. Am besten den Kanal abonnieren, um da nichts zu verpassen. Oder nachträglich unten in der Videobeschreibung die Playlist angucken und damit direkt zur nächsten Folge zu springen. Ich danke fürs Zuschauen und sag ciao und bis zum nächsten Mal. Bye bye.